Regen, Regen, Regen. Ja, wir sind hier in Kirch Ehrenbach, heißt es, ja. Kirch Ehrenbach. Und da soll es das Walberlach heißt es, glaube ich, Walberlach geben. Da habe ich so eine Bierwanderung haben wir entdeckt auf Komoot. Und ja, jetzt sind wir da einmal hergefahren. Haben natürlich scheiß Wetter. Das Walberlach, das soll auch wegen so wie der Staffelberg sei, bei mir in der Gegend, ja, Staffelberg, ziemlich bekannt. Und ich bin einmal gespannt, wie es da ausschaut. Das heißt also, wir müssen am Berg rauf und machen heute wieder eine schöne Erlebnistour. Kommt mit, hallo bei Holgers Grillen und Erlebnistouren. So, die Regenjacke bereits angezogen, starten wir hier auf einem Parkplatz in Kirch Ehrenbach. Ja, unsere Tour zum Walberlach. Und dann mal schauen, was wir noch alles so sehen. Also hier starte ich jetzt meine Komoot-Tour. Auf geht's! Ja, ich bin jetzt hier irgendwo zwischen Nürnberg und Forchheim, kann man das so ungefähr beschreiben. Ja, also Erlangen ist auch nicht weit weg von hier. Also ich bin da so in der Gegend, Forchheim, Erlangen, Nürnberg, Bamberg, ja, so in der Ecke. Ja, hinter mir der Parkplatz, vor mir zum Walberlach, ja, da gibt es sogar ein Restaurant. Aber natürlich müssen wir jetzt erst schon mal raufwärts gehen. Also Wanderwege gibt es hier eindeutig genug. Schaut mal, wie viel hier sind. Wie viele Touren man hier starten kann. Ja, da ist eine schöne Ecke. Da ist aber Oskar verboten, steht da auf dem Schild. Ja, das da ist für den Oskar. Schau, schön gemacht. Schöner Trinknapf für die Hunde. Ja, die Wanderkarte. Und da habe ich noch was entdeckt. Schaut mal, so in der Form habe ich das auch noch nicht gesehen. Frisches Obst, jawohl. Da schmeißt man dann sein Geld rein. Da ist eine Preisliste. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Ja, unten vom Dorf geht es steil bergauf. Die Obstbäume vorbei. Und immer weiter darauf. Ja, mal schauen, ob das ein wenig aufhält, ein wenig klarer wird, weil sonst haben wir ja nichts vor der Aussicht, gell? Ja, Oskar, mein Freund, schau, geschützte Ameisen, sehr schön. Die steinerne Frau am Walberlach. So, von hier aus sieht man es noch einmal schöner. Ja, der Herr im Himmel müsste uns halt ein wenig unterstützen, dass wir ein wenig Aussicht kriegen, gell? Ja. Ja, man kann schon weit schauen. Aber man könnte noch weiter schauen, ja, wenn das Wetter besser wäre. Ja. Ja, Oskar, das ist die Walburgis-Kapelle, St. Walburgis. Die ist 1697, ist die angeblich gebaut worden. 1697. Ist leider abgesperrt, können wir nicht reinschauen. So, dann schauen wir uns das einmal von da oben an. Da unten ist ja die Kapelle und die Aussicht. Ist wirklich ähnlich wie bei uns am Staffelberg. Ja, sehr schön hier. Nur halt, der Herr im Himmel hätte ein wenig eine bessere Aussicht heute machen müssen für uns. Ne? Da drüben ist dann der, ich glaube, das heißt der Rodenstein. Da drüben, da wollen wir dann als nächstes hin.
wollen dann da bei der Kapelle den Weg runterlaufen und ja, da drüben wieder hochlaufen. Genau. So, dann schauen wir uns das einmal. Waldburg ist fest, das muss ich einmal schnell fotografieren. Ja, hier oben muss man dann ein wenig aufpassen. Sonst stürzt man ab. Wunderbar. So, von hier, wie schon erklärt, von oben laufen wir jetzt runter und dann wieder da drüben hoch. Ja, das geht ganz schön an die Beine hierher zu laufen. Vom Berg da drüben hier rüber. Und hier ist dann das Gipfelkreuz. Jawohl. Ja, mit optimaler Aussicht könnte man wahrscheinlich hier sehr, sehr weit schauen. Nun ja, man muss das Wetter immer so nehmen, wie es halt ist. Ja, wir stehen ungefähr bei Kilometer, bei 3 Kilometer, sind aber meistens nur bergauf. Jetzt geht es mal ein Stück bergab. Ja, es geht nicht bloß rauf und runter. Ihr seht schon, man läuft da ein bisschen durch den Wald. Sehr schön. Ja, und zwischendurch wirklich immer wieder so schöne, urige Waldwege. Richtig schön dicht bewachsen. Klappt, da vorne stand auf ein Schild Brauereigasthof. Ich hoffe, weil die haben keinen Urlaub gerade um die Zeit, ne, wo der Holger dann einen Durst hat. Ja. Eine Brennerei habe ich schon entdeckt. Jetzt suche ich noch das Wetzhaus. Tja, Brauerei und Gastwirtschaft, aber ich denke mal, ich sehe hier weder Auto noch Licht. Glaubt ihr, haben zu. Okay, hat urig ausgeschaut, hat aber leider wirklich geschlossen. Schade. Ja, Hauptsache, wir haben jetzt erst einmal für unsere vierbeinigen Begleiter was gefunden. Für Oskar und Tyson. Jawohl. Zwei Freunde, ne? Ja, dringend ein bisschen. Ah, Höhle. Interessant, ne? Ihr zwei Strolche. So, jetzt sind wir wieder unten im Tal, sage ich einmal. Und stelle euch das jetzt einmal kurz vor. Da hinten ins Dorf. Da haben wir irgendwo geparkt und dann sind wir da oben rauf. Da oben seht ihr den Berg, seht ihr da? Mal hier zoomen. Jawohl. Und dann sind wir da hinten runter, runter und wieder rauf. Ach ja, runter und wieder rauf und runter und runter. Und jetzt sind wir da. Genau, jetzt schauen wir mal, ob in der nächsten Ortschaft, in der Nähe von da, wo wir geparkt haben, ob es da vielleicht ein Wanderergetränk gibt, gell? Ja, wir haben einen ganz schicken Biergarten gefunden. Gott sei Dank, das war jetzt meine Rettung. Prost! Ah. So, ihr zwei Süßen, wollt ihr auch einmal mit aufs Video? Na, freilich, gell? So, von der Brauerei aus, ja, laufen wir jetzt Richtung Parkplatz, wo wir mit dem Auto geparkt haben. Müsste so um die 4 Kilometer sein. Hier bei der Brauerei haben wir jetzt ca. so 6 Kilometer. Und natürlich zeichne ich meine Wandertour, meine Erlebnistour auf Komoot auf. Die könnt ihr euch dann runterladen und anschauen und dann eventuell die Tour nachlaufen. Ja, ich muss sagen, man sieht es öfter, wenn man wandert, dass viele Gasthäuser in den Dörfern geschlossen haben seit 2020. Ja, da, was da passiert ist, wissen wir ja, 2020. Und wenn man jetzt so wandern geht, also es gibt gar nicht mehr so viele Kneipen, wo noch offen haben, ne? Leider. Okay, also laufen wir weiter.
Ja, bei unserem Rückweg zum Autoparkplatz kommen wir tatsächlich noch einmal da unten dran vorbei und können das von unten noch einmal wunderbar anschauen. Ja, der Rückweg unten am Berg rum durch so kleine Trampelpfade macht schon Spaß. Nicht schlecht. Ja, so sieht die Aussicht beim Rückweg aus. Es ist nicht mehr ganz so trüb und hat schon lange nicht mehr geregnet. Ja, das Wetter ist eigentlich ideal zum Wandern. Vorhin hat es ein bisschen geregnet, aber jetzt ist es richtig schön. Ja, noch ca. 2 Kilometer bis zum Parkplatz. So, gleich geschafft. Den Parkplatz, den sehe ich schon. Ist nicht mehr weit. Meine Komoot-Uhr, die stoppe ich dann dort. Die könnt ihr euch dann anschauen oder runterladen. Ja? Und die Uhr mal nachmachen, wenn ihr wollt. Auch meine ganzen anderen Uhren sind natürlich dort hinterlegt und gespeichert. Die kann man sich dort anschauen, jederzeit. Und dann, ja, dann verabschiede ich mich jetzt für euch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei mir wieder dabei seid. Bei Holgers Grillen und Erlebnistouren. Ja, schauen wir mal, was ich als nächstes so treibe, gell? Also, tschüss und servus, euer Holger.